Previously on Signed or Released, RB Leipzig draw against St Pauli, and centre-back Dominic Mins receives a red card that could result in a ban for the rest of the season. Going on bicycle trip right now. I think it's relaxing time a bit. Wir machen heute eine kleine Fahrradtour zum See. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, weil einfach mal was anderes wie hier auf dem Gelände und doch die letzten zwei Tage sehr intensiv trainiert worden ist und jetzt auch im regenerativen Bereich so eine Fahrradtour auch schon mal etwas förderlich ist für den Regenerationsprozess. Vielleicht bewusst machen, vor Augen führen, dass diese letzten vier Spiele, die wir jetzt vor uns haben, einfach wichtig sind. Lasst uns doch vier Spiele am Stück gewinnen. Jetzt mal ganz ehrlich, die Gegner, die jetzt noch kommen, haben wir vor irgendjemandem Angst? Nein. Wenn wir bei den 99er anfangen, es ist jetzt gerade aktuell die Phase, wo alle Mannschaften von der zweiten, dritten, vierten Liga ihre Kader festlegen. Die Vereine entscheiden, womit besetzen wir die? Besetzen wir die mit einem 19-Jährigen von RB Leipzig oder besetzen wir die mit einem 24-Jährigen, der schon 5 Jahre Drittliga-Erfahrung hat? Für die 2000er ist es einfach auch wichtig, welches Standing habe ich denn in Richtung Profis? Bin ich denn ein Kandidat, der die Vorbereitung meiner Profis mitmacht? Komme ich regelmäßig zum Einsatz? One of the players who has dreams of playing in the Bundesliga is Nani. Back at the academy, the week begins well, as he has chosen to train with the pros. They were looking for a central midfield player playing that position, and Nani is at the moment one of the best, and that's why he was chosen. Wir versuchen den Jungs natürlich auch aufzuzeigen, was wir sehen wollen oben und welche Qualitäten sie mitbringen müssen. Nani McKennan ist ein sehr, sehr talentierter Junge, der gegen den Ball sehr, sehr aggressiv spielt und auf der 6 natürlich seine beste Position hat und dort schon gezeigt hat, dass er vor allem gegen den Ball richtig Qualität hat. Guter Junge, guten Körper und auf alle Fälle Potenzial. I think it definitely helps me achieve my dream of becoming a football player, because seeing these guys, learning from them and then also just meeting them and getting the coaches to see you, remember your name. Stuff like that's just really helpful, and I think I'm nervous every time I'm there. I know my limits in a way, and I know I have to work on them. And yeah, those moments, they're even more terrifying when you're on a big stage, right? But yeah. Whilst Nani is reaching for the stars, Dominic is waiting to hear from the DFB and their verdict on his red card. The match against St. Pauli was a strange experience for Dominic. Weil ich das erste Mal in meiner Karriere eine rote Karte bekommen habe. Und ich wusste auch gar nicht so, wie ich in dem Moment reagieren sollte. Ich hoffe ja, dass ich nicht so eine allzu lange Sperre kriege. 3 oder 4 Spiele Sperre wäre dann schon sehr bitter. Dominic and Lucas are best friends and both of them are centre-back players. Dominic's suspension means Lucas takes his place in the team. Dominic war jetzt eigentlich gut drin. Ist natürlich für ihn ein bisschen unglücklich gelaufen jetzt mit der roten Karte. Ja, auf dem Platz ist schon auf jeden Fall der Konkurrenzkampf da, aber man hilft sich auch trotzdem. Also Dominic und ich, wir gehen ja eigentlich auch jede Woche immer früh zusammen trainieren. Er hilft mir bei meinen Schwächen und genauso umgekehrt. Ich habe mich im Spiel gegen Wolfsburg verletzt vor circa 5 Wochen. Da habe ich mir das Außenband gerissen, war, sagen wir mal, keine leichte Zeit, war schon schwer jetzt auch gerade zum Ende hin, weil man sich auch präsentieren will dann. Und jetzt am Wochenende wahrscheinlich kann ich dann wieder mein Comeback feiern sozusagen. Strafantrag für Dominic bekommen vorhin per E-Mail. 4 Spiele. Quatsch, was? Was? 4 Spiele? Den Scheiß. 4 Spiele. Vom DFB, also komplette Saison. 4 Spiele mit Begründung, rohes Spiel, offene Sohle, oberhalb des Knöchels getroffen, Spieler verletzt, Spieler fällt 4 Wochen aus, auf Rückfrage bei Pauli. Das, der wird nie wieder für uns auflaufen. Oh, bitter für den Jungen. Ja. Das war sein letztes Spiel für uns, für RB Leipzig. Ist doch, weiß er schon was? Er weiß noch nichts, nee. Urteil kam gestern Abend. Jo. Es ist total. Ja.
bitter. Wir waren ein bisschen überrascht, weil wir auch wolltest aktiv zum Ball gehen. Und haben auch noch mit angefügt, dass du dann den Verein verlassen wirst, dass es dein letztes Spiel sonst wäre und du nicht mehr die Möglichkeit hast, dich für andere Vereine dadurch zu präsentieren. Die Chancen stehen aber wirklich nicht gut, weil die gehen selten von weg. Also wir haben jetzt auf 2 Spiele plädiert und hoffen, dass wir dann 3 erreichen. Ich beschäftige mich dich im Kopf mal damit, dass es so gewesen sein kann, dass sozusagen der Tritt dein letzter in unserem Trikot war. Ja. Man hätte vielleicht auch eine rote Karte geben können. Aber dann bitteschön 1-2 Spiele. Na, aber nicht 4. 4 ist, finde ich, meiner nach die Höchststrafe. Und man selbst auch noch festgestellt hat, dass er nun mal kein Wiederholungstäter ist oder jemanden, der die Karten sammelt. Jetzt hoffen wir natürlich wirklich, dass da wenigstens noch mal ein Spiel mit rauskommt. Und also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Das wäre natürlich richtig schön, noch mal so zum Abschluss dann noch einmal mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Und nicht mit einer roten Karte die Saison zu beenden. Saturday's game is a local derby, and opponents Chemnitz lie at the bottom of the table, facing relegation if they lose. Leipzig are still in 5th place and need to reach 4th to qualify for next year's cup. Also wenn wir das Spiel gegen Chemnitz nicht gewinnen, dann kümmert uns die Tabelle relativ wenig, weil dann haben wir es auch nicht verdient, Vierter zu werden. Also das ist ein Pflichtsieg, den müssen wir holen, den wollen wir auch unbedingt holen, den werden wir auch holen. The team are nearly at full strength with the return of Niklas Stirling from international duty. Also ich war in Österreich mit dem DFB, mit der U18-Auswahl, haben wir auch 2-1 gewonnen und ich habe auch den Siegtreffer gemacht. Eventuell habe ich mir dadurch ein paar gute Karten erspielt, um mal im Profis nächste Saison dabei zu sein. Ja, ich denke, dass wir heute 3 Punkte einfahren. Auf jeden Fall. Wir sind sehr gut vorbereitet, aber das alleine macht noch lange nicht den Sieg da aus. Wir müssen herausgehen, wir müssen genauso an die Grenze gehen wie gegen jeden anderen Gegner auch. Wir müssen genauso Fleiß zeigen, Aggressivität zeigen, Duelle führen. Geht da zusammen raus, führt die Duelle gemeinsam und zieht das Ding. Los geht's, komm! Kommt raus! Dominic can only watch from the sidelines as his team makes a nervous start. Sehr gut, Diego! After 10 minutes, the team settle down and Niklas Stirling begins to control the midfield. Sehr gut, Männer, klasse! Gut, Niklas! Nani also gets himself into the game and Leipzig are dominating possession. But they can't seem to make a breakthrough. Zweimal völlig lang vom Torwart. Finally, midfielder Erik Majacek breaks the Chemnitz defense and makes it 1-0. But coach Klaus is not satisfied. Es kotzt mich an, dass wir nach jedem Fehler, nach jedem vergebener Torschance erstmal eine Minute lang komplett mit Köpfen runter. Wir brauchen einfach Überzeugung. Wenn wir jedes Mal hadern mit vergebenen Situationen, da können wir durch die Bank durchgehen, dann wird's nichts, Männer. Du musst kreativ sein gegen so einen Gegner. Du musst Bock haben, du musst Lust haben und Laune, du musst Lust haben, das 9. Mal am Tor vorbeizuschießen, um den 10. reinzusetzen. Nur dann geht's gegen so einen Gegner. Das ist doch genau das, was sie wollen. Dass wir müde werden, dass wir keinen Bock mehr haben, dass wir abbrechen, dass wir uns nicht mehr trauen, aufs Tor zu schießen. Nee, genau das machen wir nicht. Wir nehmen den Ball Volley und hauen ihn ins Tor. Das ist wichtig. Und das brauchen wir. Und da müssen wir untereinander auch uns anstecken. Nicht nur jeder für sich. Untereinander einfach immer wieder dran erinnern. Komm, weiter geht's, kein Problem, abhaken. Und dann ziehen wir das durch. Mach den Sack zu hier. Gut, hast dich gut ins Spiel gebracht. Ja? Du hast am Anfang noch ein bisschen Probleme gehabt, wurde die Position, jetzt merkst du, es ein bisschen langsam drin. Okay, bleib da weiter dran, sei aktiv. Hol die Bälle ab, spiel einfach. Ja? Und dann bist du wieder dran. Okay? Gut. Chemnitz up their game after half time and come close to scoring when they hit the post.
Niklas is tired after his long week, leaving Nani to run the midfield. Then, a mistake by Lucas Schelens. Ich verstehe es nicht. Es ist ein 10-Meter-Ball. Lucas' mistake is costly, and the players' heads drop. Reaktion zeigt klare Aktion, Marin. It's up to Nani to get the team going again. Abhaken, helft euch! Nani starts a move from defense and is fouled within free kick range. The team's set piece specialist Diego steps up. The goal spurs Leipzig on and they take control of the game. In the last minute of the match, Diego steps up again and scores to make the victory safe. Was haben wir besprochen? Gehst du mit Diego essen? Ja, Diego? Diego, der will, Diego, will dich zum Essen einladen. Ich hab schon zu ihm gesagt. Ich hätte davor noch mehr machen können, aber zum Glück haben wir noch mal gewonnen. Wenn er kommt, so spannend müssen wir es nicht immer machen. Das, was wir in der Halbzeitpause angesprochen haben, weil sie gut rauskommen, aber dann machen wir uns das Leben wieder selber schwer, indem wir den Gegner zurückholen. Trotzdem viele Chancen rausgespielt. Und am Ende muss Diego halt Zauberfüßchen rausholen, damit es reicht. Okay, Männer, morgen frei, Montag sehen wir uns. Leipzig's win relegates Chemnitz, but Wolfsburg also win, so the team remain in fifth place. Next time on Signed or Released, Dominic gets the result of his appeal, Diego is in the mind of scouts, and the team face another tricky game in Hamburg.